Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute ganz herzlich begrüßen zu unserem letzten Teamgeist für dieses Jahr. Meine Bastelwerkstattbande hat wieder ganz fleißig mitgemacht und wir zeigen euch heute ganz viele tolle Ideen zum Thema Weihnachtsidee. Und ihr seht schon auf dem Tisch, also das ist nichts Flaches. Ich bin ziemlich nah an der Kamera, weil hier steht was ganz Tolles vor mir. Also es geht heute nicht nur um Karten, sondern es gibt auch noch ganz tolle Projekte, die ich euch zeigen darf. Und da freue ich mich richtig drauf und möchte gleich im Voraus schon mal ganz großes Danke an meine Teammitglieder sagen, die hier mir wundervolle, ganz tolle Ideen geschickt haben. Okay, und starten möchte ich mit dem Paket von der lieben Nadine. Und ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Ich starte jetzt einfach mal hiermit, denn das ist schon mal mega cool. Ihr seht es, das ist also eine Box, die ist außen wunderschön gestaltet mit diesem tollen Designerpapier. Und hier oben sind die Schneeflocken sogar embossed und ich würde sagen noch mit einem Schwämmchen drüber gewischt, dass die so leicht bläulich sind. Finde ich sehr, sehr schön. Und das Ganze ist eine mega, mega coole Box. Eine Explosionsbox. Und es ist nicht mal eine normale Explosionsbox, die wir so kennen, sondern eine ganz besondere Explosionsbox, denn, sieht mal, hier bleibt was Großes stehen. Es ist schwierig zum Aufnehmen. Aber es ist wunderschön. Hier ist nämlich eine kleine Laterne mit eingearbeitet. Man kann jetzt hier das Deckelchen öffnen. Ich habe das Licht mal angemacht, aber ich glaube, ihr seht jetzt nicht, dass es leuchtet. Das ist hier tatsächlich noch so ein kleines Podest, wo man das Lichtchen draufstellen kann. Also natürlich ein LED-Licht. Und da kann man dann die Laterne, die hier mit so ganz zartem Pergamentpapier gewerkelt ist, dass sie so schön glitzert und glänzt, drüber stellen und sich dann irgendwo hinstellen. Und das ist wirklich eine wunderschöne Dekoration. Also ich finde diese Idee total klasse. Ich finde das mega schön. Kann euch da auch gleich noch weitere Sachen zeigen. Und ich finde, die ist unglaublich schön. Alle drei Laternen, also es kommt noch mehr, sind wunderschön. Hier ist sogar bei den Schneeflocken, ich glaube, vielleicht sieht man es hier bei dieser ganz gut, auch noch Glitzy eingearbeitet. Ein Hauch Winterzauber, auch bei der Schrift. Aber ich glaube, das war Zufall. Aber die glänzt sogar auch, glitzert auch noch ein bisschen. Zum Weihnachtsfest, Flocken schweben zur Erde nieder und verheißen, es weihnachtet wieder. Voll schön. Also ich finde hier nicht nur die Farben total cool und das Designerpapier. Ich liebe dieses Designerpapier. Das ist ein bisschen älter, aber das ist wunderschön. Das ist die Nadine. Ihr findet die Nadine unter Hängebauchmaus. Heute habe ich einen Stotterer, Entschuldigung. Und das ist wirklich eine genial schöne Idee und eine wunderschöne Box. Und dann mit dieser Explosionsbox mit Laterne integriert. Das habe ich auch vorher noch nie so gesehen. Das finde ich wunderschön. Ich mache jetzt das LED-Licht wieder aus. Ihr seht es leider an der Kamera nicht. Aber dass wir die Batterien nicht aufbrauchen. Also echt cool. Und so ein schöner Deckel auch. Also dieses nach oben gestellte. Wahnsinn, total viel Arbeit und wunderschön. Und hier kommt gleich die nächste. Die ist auch so toll. Auch mit diesem zauberhaft schönen Designerpapier vom letzten Jahr. Farblich auch mega gut. Die ist jetzt ein bisschen spitzer. Also ihr seht es im Vergleich. Die hat eine spitzere Spitze. Und wenn man die jetzt wieder aufmacht, tada, floppt die hier auch so schön auf. Auch innen das tolle Papier. Und die Laterne ist auch wunderschön. Da ist jetzt Designerpapier hier viel drauf und es sind die Elemente so ausgestanzt, die dann da durchleuchten. Bei der anderen waren es ja eher ein bisschen großflächigeres Durchleuchten und hier sind es diese einzelnen Elemente. Tut mir leid, heute habe ich irgendwie mit der Sprache Probleme. Erstmal ankommen im Video. Also wirklich total schön hier wieder das LED-Licht drin und auch hier so ein kleines Podest für das Licht, also toll, das Designerpapier. Also ich finde die, ich kann mich ja sowieso gar nicht entscheiden, ich finde die alle wunderschön. Oh, die sind echt mega toll und ich finde auch diese Idee so genial, mega cool, da so eine kleine Laterne reinzumachen. Gerade jetzt zu der Jahreszeit, wenn es ein bisschen dunkler wird,
früher dunkel und so und man steht im Dunkeln auf und alles und dann ist es einfach schön, wenn man ein bisschen Beleuchtung hat, finde ich. Und dann hat sie mir noch eine ganz, ganz große Laterne mitgeschickt. Schaut mal, die ist auch so schön und die leuchtet bei mir jeden Abend, weil ich die so schön finde. Hier ist das mit diesen Bäumchen so ausgestanzt. Das leuchtet total schön. Das geht einmal außen rum. Dazu dieser wunderschöne Deckel. Das Papier ist dieses Samtpapier mit diesen Flöckchen drauf. Und hier sind noch einzelne Schneeflocken drauf gemacht in dem Rand und auf der ganzen Box. Ich denke, das ist die Plusterfarbe. Mega viel Arbeit und wunderschön. Mein Licht leuchtet auch. Ich habe es angemacht, aber ich glaube, ihr seht es in der Kamera nicht. Also auch ein LED-Licht reinstellen. Und dann hat man hier so eine wunderschöne Beleuchtung, die echt ein wunderbares Ambiente macht. Total schön. Nadine, vielen, vielen Dank für diese wahnsinnstolle Idee. Ich finde das mega schön. Ihr habt hier jetzt auch mal die Materialliste. So, glaube ich, könntet ihr alles sehen, hoffe ich. Ihr könnt auch gerne ein Pausebild machen. Dann seht ihr, was sie alles verwendet hat. Und die Anleitung findet ihr bei Hängebauchmaus auf ihrem YouTube-Kanal. Hier ist das Logo. Also wirklich mega schön. Da fehlen mir die Worte. Ich finde das mega. Ich danke, 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 Nadine. Das ist einfach nur total klasse. Und damit noch nicht genug. Sie hat auch noch mal eine Karte mitgeschickt, die auch total klasse ist. Siehst du das? Und zwar, ich fange schnell mit der Materialliste an. Oh, Entschuldigung, ich bin viel zu nah da. Jetzt aber seht ihr es gut. Könnt ihr alles nachlesen. Anleitung, wieder bei Hängebauchmaus auf dem YouTube-Kanal. Und das ist so eine coole Slider-Card. Triple Trier Slider-Card heißt das absolut perfekt ausgesprochen. Die kann man hier oben anziehen und dann. Oh, das ist süß. Kommen hier erstmal ganz viele süße Sprüche. Und dann kommt dieser kleine Freund, so süß. Und hier kommt der Nikolaus mit dem Motorrad angefahren und dem Beiwagen. Ich finde, das ist so schön. Das ist so cool. Diese Karte kann man sogar noch aufstellen. Die kann man sich dann hinstellen. Ich hoffe, ihr seht das gut. Also, sie hat ja noch so ein Stehelement dazu gemacht, hinten drauf. Und das ist echt mega. Also so eine coole große Karte, die man natürlich auch flach verschicken kann. Und dann muss ich einfach darauf hinweisen, ich finde die Koloration ist mega. Das ist koloriert, das ist wirklich koloriert und kein Designerpapier, sondern selber gemacht. Ich finde, das ist der Hammer. Voll cool, oder? Also echt total schön und macht richtig Spaß, diese Karte hier zu entdecken, was da alles so zum Vorschein kommt. Wunder, wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Nadine. Also echt eine total tolle Karte und so schön gemacht und so witzig. Ich finde ja hier, den finde ich total süß. Vielen, vielen Dank, Nadine. So schön. Danke dir. Die nächste wunderbare Post kommt von der lieben Andrea. Und auch hier wieder ganz coole Sachen, wo ich euch zeigen darf. Ich fange jetzt einfach mal mit der Karte hier an. Die ist jetzt nicht unbedingt total weihnachtlich, aber sie ist wunderschön und deswegen muss ich sie euch einfach kurz zeigen. Da hat sie mir ein paar Erklärungen und ein paar liebe Worte geschrieben. Ich fange jetzt hier an mit dieser Karte. Die ist schon wieder allein von den Farben wieder so toll. Wunderschön. Also hier vorne ganz cool mit diesem Stern, ganz zart im Hintergrund. Ich hoffe, das sieht man gut. Ich mache jetzt die Banderole mal runter. Vielleicht sieht man es dann noch besser. Ja, auf weiß vielleicht nicht so ganz, aber hier hätte man noch was, vielleicht sieht man es da ganz gut. Genau, also hier ist ein schönes Etikett als Banderole und dahinter ist dieser Stern ganz zart eingearbeitet. Die Schrift ist embossed und außenrum ist noch geinkt. Also wieder ganz viel Arbeit auf so einem kleinen Element. Ein wunderschönes Kuvert. Ich muss das immer erwähnen, ich finde das immer schön, wenn das auch gestaltet ist. Und jetzt kommt wieder die coole Karte. Und zwar nennt sich diese Kartenform raffinierte Pop-out-Bendy-Card. Und wenn wir die jetzt hier aufmachen, ups, seht ihr das? Also das, ui, das ploppt sich hier so cool vor. Das ist so schön. Das hat so einen tollen Effekt. Man kann es auch wunderbar hinstellen. Und es sieht so, so schön aus. Was ich hier
echt absolut mega toll finde. Und ich hoffe, es kommt in der Kamera raus, dass hier hinten im Hintergrund dieses Gitter, das so total glänzt, das sieht so edel aus, das sieht so toll aus. Das ist noch so das absolute Highlight auf der Karte, finde ich. Also es hat hier so einen ganz coolen Mechanismus, seht ihr das? Hier so mit dieser Halterung und das, ich muss immer aufpassen, dass ich in der Kamera bin, aber das wackelt so leicht, das ist total cool. Also vielleicht kennt ihr noch diese Karte, wenn man aufmacht, dass sich da in der Mitte so ein Feld erfindet. Und so ähnlich ist die auch, aber wenn man sie dann aufmacht, ist sie ganz anders. Also man erwartet vielleicht im ersten Moment eine andere Karte, aber dann poppt sich das hier so schön auf. Das sieht wirklich total klasse aus. Auch das Designerpapier finde ich so wunderschön. Hier auch die Schrift ist embossed, wieder mit ganz viel Arbeit. Passt unheimlich gut zusammen alles und mit den Sternchen noch. Mit den Schneeflocken noch, also echt wunderschön. Hinten hat man noch Platz, Grüße unterzubringen. Und wie gesagt, also das kann man auch so hinstellen, so cool. Vielleicht kann man das sogar, weiß ich jetzt gar nicht genau, muss man ausprobieren. Ah, vielleicht könnte man das auch so machen. Also ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber vielleicht kann man das auch theoretisch auch so hinstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Foto unterbringen möchte, das hier vorne drauf macht, vielleicht kann man das auch so hinstellen. Wäre auch eine coole Möglichkeit. Seht ihr das? Keine Ahnung, ob es so gedacht ist. Ich weiß, dass es dazu ein Video gibt bei der Andrea. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und euch die Anleitung anschauen. Aber das wäre natürlich auch noch eine Idee, wie man es auch noch aufstellen könnte. Genau. Echt schön. Super, super schön. Ihr könnt hier einmal gucken, was die Materialien sind, die sie verwendet hat. Und ihr findet die ganze Anleitung hier unten. Da steht nochmal dran, wie ihr das Ganze findet bei Andreas Kartenwerkstatt. Also echt eine klasse Karte, wunderschön mit der zarten Banderole und alles. Also ja, eine perfekte Karte mit einer ganz, ganz tollen, besonderen Form. Vielen, vielen Dank, Andrea. Und es geht noch weiter. Sie hat hier eine ganz coole Karte gemacht. Ganz edel. Gucken, dass ich da mit so einer Spitze, also die sieht schon geschlossen mega gut aus. Einmal das Kuvert, die Materialliste zeige ich euch vielleicht auch gleich am Anfang. Das ist das Material, das sie verwendet hat. Hier unten ist die Anleitung und die Textquelle ist hier auch von der Kathi Stimmer Salzeder. Vielleicht kennt der ein oder andere einige Lieder von ihr. Ich kenne ziemlich viele. Ich finde, sie macht Kirchenmusik in modernem Stil und da findet ihr die Kathi Stimmer Salzeder und da hat die Andrea einen Text rausgenommen oder durfte sie auch verwenden und der ist in die Karte reingeschrieben. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir sie aufmachen. Aber ich finde, man muss erst schon mal die Form und die Karte auf sich schon mal wirken lassen. Die ist so, so schön. Einmal näher betrachtet, sieht man noch ein paar mehr Details. Also erstmal so die Form ist toll, diese Spitze und diese Schrägungen. Und dann hat sie hier vorne mit diesem wunderschönen Band ein Anhängerchen aus zwei Sternchen oder drei Sternchen, die übereinander gelegen sind, gemacht. Mit ein bisschen Glitzy und mit diesen bestickten Sternen. Das schaut sehr edel aus. Und ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, diese Noten im Hintergrund. Also sie hat hier auch noch eine Prägeform verwendet und das dann hier so leicht abgeschrägt. Darüber das gesegnete Weihnachten mit diesem Designerpapier im Hintergrund, beziehungsweise ich glaube, das ist auch selber gemacht. Das ist nur ein Farbkarton und die Punkte sind, denke ich, drauf gestempelt. Also mega, mega schön. Auch dazu gibt es ein Video. Ich konnte es leider noch nicht anschauen. Ich bin gerade so mit meiner Zeit hinterher. Ihr habt es vielleicht auch gemerkt mit meiner Videopause. Ich schaffe gerade nichts und komme leider auch nicht zum Video gucken. Aber ihr könnt da gerne bei der Andrea vorbeischauen und gucken, wie man diese zauberhafte Karte macht. Okay, ich klappe es jetzt mal auf. Ihr seht hier wieder das Designerpapier, also das geprägte Papier abgerissen. Auch hier nochmal mit Sternchen und ein paar Perlchen. Und dann nochmal auf. Dann hat man hier so eine wunderschöne Karte, die man sich auch ganz, ganz toll aufstellen kann. Und hier in der Mitte ist eben der Text, wo sie die Kathi angeschrieben hat und die Erlaubnis bekommen hat, dass sie das verwenden darf. Wunder, wunderschön. Also das ist echt eine ganz besondere Karte. Auch was ich ein tolles Highlight finde hier oben. Ich finde sogar, dass es in der Kamera besser rauskommt als in echt. Sie hatte den Stern nochmal ausgestanzt. Hintendurch sieht man den grundweißen Farbkarton und dann anscheinend mit
Ich würde sagen, vielleicht mit einem Fingerschwämmchen noch ein bisschen nach heller, mit weißer Farbe vielleicht so ausgewischt, dass der noch mehr rauskommt und hier wunderschön noch so ein kleines Detail, aber das ist halt einfach wahnsinnig schön und jedes kleine Detail wertet die Karte nochmal auf und macht sie nochmal besonderer und das ist echt wunderschön. Andrea, was für eine tolle Karte. Mega, mega schön, wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer begeistert von deinen Ideen. Und ja, toll, einfach nur total toll. Ich bemühe mich nachher, das ordentlich wieder zusammenzubauen. Ich verspreche es. Also vielen, vielen herzlichen Dank und schaut gerne vorbei bei der Andrea für die wunderbare Anleitung. Die nächste Post kommt von der lieben Petra. Und zwar haben wir hier eine kleine Hi, wie geht's Zwergenkarte, wie süß. Schön bunt. Perfekt. Wir wissen dann gleich, dass es von der Petra ist. Und hier eine ganz, ganz tolle, edle Karte. Wunderschön. Ach. Also wieder mit süßem Kuvert. Ich finde das total schön. Also das ist auch toll zum Anfassen. Hier hat sie diesen wunderschönen kleinen, das kleine Rehlein auf dieses Sandpapier gemacht. Gestempelt und ausgestanzt. Und das fühlt sich toll an. Ich finde es immer auch toll auf einer Karte, wenn man da was anfassen kann und fühlen kann, wie sich das anfühlt. Und hier hat man ganz verschiedene Haptiken. Das ist irgendwie auch sehr, sehr cool. Also eine total schöne Karte. Ich finde es richtig toll mit dem Gold. Passt perfekt natürlich zum Designerpapier. Mit dem Schleifchen, also alles so schön in Gold gehalten. Also total schick, edel. Gefällt mir wahnsinnig gut. Mit Glitzer, das darf nicht fehlen. Das ist echt eine mega tolle Karte. Schöner Spruch. Auch eine schöne Schrift. Oh Gott, da habe ich ja noch gar nicht geguckt. Mensch, was ist das denn? Da geht noch was auf. Also die Karte ist ja von außen schon so wunderschön, aber wenn ihr dann hier reinschaut. Oh, das ist eine Pop-up-Karte. Wie schön ist denn das? Oh. Mit etwas Glitzer zum Fest wird's wunderbar und voll und funkelnd vor Glück soll auch das neue Jahr. Wunderschön. Ei, das ist cool. Das Designerpapier könnte ich mir vorstellen, ist aus diesem Bärenset, oder? Ich kann ja in die Materialliste schauen, aber das würde mich auch interessieren, wo das herkommt. Also, sie hat hier, also nochmal kurz zum direkt von oben anschauen, diese zwei Tannenbäume so schön hier reingesetzt mit einem Winterbaum im Hintergrund. Ganz im Hintergrund das Designerpapier, das da wirklich perfekt reinpasst. Hier unten der Spruch noch drauf. Und ich gucke ja immer nach dem Mechanismus. Hier sieht man es an der Seite, ein bisschen darf man da guckseln, aber im Prinzip, wenn man die Karte aufmacht, sieht man den ja nicht sofort. Man ist einfach nur geflasht von dem, dass da noch was aufgeht. Ihr habt es gemerkt. Also viele Karten oder viele Post packe ich bewusst erst auf, aus, ganz aus. Ich sehe es ja schon von außen ein bisschen, natürlich pitzle ich da immer rein, aber so diese ganz, ganz am Ende alles aufmachen, das ist immer eine Überraschung auch für mich und das macht mir total Spaß, das auch vor der Kamera zu machen, weil ich da sieht man halt auch, wie man reagiert, wenn man die Karte gerade bekommt. Und so reagiere ich dann natürlich auch im Video. Ich finde das einfach total schön. Also Pop-up-Karte, mega cool, wunderschön von außen und von innen. Und hier findet ihr die ganze Materialliste, die sie verwendet hat. Und ich finde echt wieder eine mega schöne Karte von außen, von innen einfach top und mit diesem kleinen Spezialeffekt, der ihn dann immer noch überrascht. Wunderschön. Petra, vielen, vielen, vielen Dank. Was für eine schöne Weihnachtskartenidee. So schön. Danke. Die nächste Post kommt von der lieben Karin. Karin ist neu im Team und ich freue mich total, dass du gleich mitgemacht hast, Karin. Das ist total schön. Ich habe auch eine ganz hübsche Karte bekommen mit den Mondblüten. Total schön und wirklich witzig gemacht hier. So ein bisschen angeschnitten und dann hier unten mit der Hand ausgeschnitten. Ich denke, es ist mit der Hand geschnitten. Total witziger Effekt, oder? Finde ich eine coole Idee, muss ich mir auf jeden Fall merken. Du hast geschrieben in der Karte, ob das Material, ob die Materialliste passt, die ist einfach perfekt. Also ich halte die gleich mal kurz ins Bild. Ihr seht, was sie alles verwendet hat. Ich mache es so, dass ich ein bisschen näher hingehe und dann nach unten gehe, dass ihr wirklich alles gut lesen könnt. Aber es ist perfekt. Was will man besser machen? Und das ist die wunderschöne Karte.
Ich muss noch kurz aufs Kuvert hinweisen, weil da ja auch so ein kleines Spezial ist hier in der Mitte. Also hier innen rein noch diesen Umschlag dekoriert. Finde ich immer klasse. Und das ist diese wunderschöne Karte. Das ist so eine richtig elegante, tolle Weihnachtskarte, finde ich. Ich finde diese Stanzformen schön. Und das ist so schön mit ein bisschen 3D gearbeitet. Also wenn man das so vor sich stehen hat, das hat schon eine ganz tolle Wirkung, eine tolle Tiefenwirkung, diese Karte. Dass man halt, Karin hat hier im Hintergrund, ups, da ist einer, hat sich gelöst, gestempelt und dann das Fenster aufgeklebt und dann hier den Rahmen ein bisschen mit Abstand aufgeklebt und diese Kerze dazu und die Weihnachtskugeln auch mit Abstand. So hat es eine richtig schöne Tiefenwirkung und sieht wunderschön aus. Dazu einen schönen Weihnachtsgruß und einen bestickten Rahmen. Dieser Hintergrund ist sogar noch mit den Mauersteinen geprägt. Ich hoffe, man sieht's. Und auch schöne klassische Weihnachtsfarben. Ich finde, die Karte ist ganz, ganz toll. Wirklich, da hat man richtig Weihnachtsstimmung, wenn man das sieht. Ich erinnere mich noch an ein Kinderbuch, wo ein Engelchen immer durch das Fenster geschaut hat. Und so stelle ich mir das vor. Also wirklich zauberhaft schön und auch innen noch schön gestaltet mit diesen kleinen Elementen. Das ist aus diesem Set, wo die Kugeln auch drin sind und dieses Umschlagdekor war damals, gell? Ich glaube, im letzten Katalog war das oder im vorletzten. Also wunderschön. Ah, ich finde, das ist eine richtig tolle Karte. Die kann man sich so hinstellen und es hat wirklich... Ja, also bei mir löst Kindheitserinnerungen aus, weil ich eben an das Buch denken muss, aber ich finde es total schön. Eine ganz, ganz zauberhaft schöne Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Karin. Voll schön. Danke. Die nächste Post ist von der lieben Heike und ich zeige euch einmal das, was sie mir geschickt hat und noch eine kleine Überraschung. Genau, also einmal haben wir hier ein wunderschönes Kärtlein. Muss mal gucken, was ich alles richtig hinlege. Und zwar haben wir hier den Elch, den Weihnachtselch, frohe Feiertage. Und was hier ganz besonders cool ist, ich hoffe, man sieht's. Diese Schichten im Hintergrund hier, diese Winterlandschaft, ist mit gerissenem Papier gemacht. Ich halte es ganz nah. Ich hoffe, ihr erkennt es gut. Ich finde, es hat einen total coolen Effekt und es sieht auch sehr, also erhaben aus. Sehr tiefen Wirkung hat es auch natürlich. Und es sieht total cool aus und da muss man auch wieder hinlangen und das anfühlen irgendwie. Wunderschön, coole Idee. Ich glaube auch, dass der Hintergrund mit den Schneeflocken selber gestaltet ist, mit Glitzerstift. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auf den Stift, wenn man so ein bisschen draufhaut, dass der dann so kleine Kleckse macht, so schöne. Und mit ganz viel Glitzer auf den Bäumen mit Winko Stella. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera ein bisschen. Also sehr süßes Motiv, auch mit dem kleinen Kind. Ist eine wunderschöne Karte. Auch hier innen nochmal gestempelt. Hier findet ihr die Heike. Passend natürlich auch zum Kuvert. Einmal die Materialliste und so findet ihr die Heike Stempelloft. Und ich wollte euch noch meinen Swap aus Wien von ihr bezeigen, weil das auch passt zum Thema und weil das auch so eine wunderschöne Karte ist, habe ich gedacht, ich nehme das jetzt hier einfach mit rein. Ich hoffe, das ist in Ordnung, Heike, weil ich diese Karte auch so wunderschön finde. Also in Wien war ja das Onstage, das Demonstratorentreffen und die Heike hat da Swaps getauscht, also das sind so Tauschprojekte und hatte da diese Karte als Idee und das ist einfach nur wunderschön und auch so aufwendig, finde ich. Im Hintergrund ist geprägt, also es ist jetzt keine Klappkarte, sondern das ist so die Idee, deswegen so eine einzelne Karte, aber man könnte die natürlich hinten auch einfach beschriften und dann verschenken oder man macht eine Klappkarte draus. Also im Hintergrund ist hier einmal geprägt. Ich halte es immer so, dass ihr das so ein bisschen seht. Und dann, das finde ich halt mega cool, ist es so gewebt mit Designerpapier. Da kann man auch super Designerpapierreste verbrauchen. Vorne dann die Tannenbäume in Schleifchen und ein Gruß. Einfach total schön. Ich finde die Farben klasse. Ich finde das Designerpapier total schön. Das harmoniert. Und ich finde auch, wenn man mal guckt, hier ist ja eigentlich Vanille pur und Weiß als Kombination, das beißt sich in dem Fall überhaupt nicht. Ich finde, es ist richtig schön und macht sich richtig gut. Und finde ich, ist auch eine ganz klasse Idee. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch die auch noch schnell hier. Also vielen, vielen Dank, liebe Heike,
für diese wunderschönen Ideen und Anregungen. Und jetzt kommen wir zur ersten Box, denn es gibt noch ganz viele Ideen. Und die erste große, große Ideenbox, muss ich schon so sagen, ist von der lieben Caro. Und ihr werdet staunen, weil da ist wieder mega viel cooler Input dabei. Ich bin ja auch schon ganz platt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist alles so toll und ich fange jetzt einfach mal mit den Karten an. Genau. Wobei, ich muss mir ja eins, wollte ich mir bis zum Schluss aufhalten. Okay, ich starte jetzt mit dieser Karte. Ich mache so ein bisschen chaotisch. Wunderschönes Kuvert. Coole Farbkombi irgendwie. Finde ich gut. Und wir haben die erste Karte. Das ist eine Schüttelkarte. Darf an Weihnachten nicht fehlen. Und es bietet sich doch so sehr an, hier diese kleinen Pailletten tanzen zu lassen. Wie Schneeflocken oder an Weihnachten. Wunderschöne Idee. Und ist auch eine coole andere Schüttelkarte. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Also ich würde sagen, das ist einfach mit so einem Kuvert, mit so einem Glasig-Kuvert gemacht. Designerpapier rein. Ein paar Glitzersteine festgeklebt und die restlichen zum Shakern reingebaut. Und das einfach auf eine Grundkarte gemacht, die im Hintergrund auch noch wunderschön geprägt ist. Dazu ein schöner Spruch. Auch hier das Papier nochmal geprägt im Hintergrund. Am besten das vorher stempeln und dann prägen. Und hier am Rand hat sie auch noch geinkt, die liebe Caro. Ein paar Glitzis noch an der Seite und ein Glitzerband. Ach, wie schön, oder? Und auch hier innen noch wunderschön gearbeitet. Das ist echt toll. Tolle Farbkombination wieder. Und auch noch ein bisschen mit Schwämmchen. Oder ich würde sagen, das ist eher mit den Blends gemacht. Dann da noch ein bisschen so eingefasst. Das wirkt sehr, sehr schön. Tolle Karte. Und hier findet ihr einmal, wie halte ich es am besten, die ganze Materialliste. Das Ganze nennt sich Fake Shaker Card. Und ihr findet es in ihrer YouTube-Reihe bei Häkelscharf Kreativ unter dem ersten Türchen. Hier unten findet ihr nochmal die YouTube-Adresse, dass ihr da auf jeden Fall vorbeischauen könnt. Also es gibt einen Adventskalender bei der Caro und es ist wahnsinnig toll, was da für Ideen kommen. So wie sei schon verraten. Wo habe ich jetzt meine Hülle? Hier. Ich packe das auch jetzt gleich nochmal direkt ein, damit ich da ja nichts durcheinander bringe. Wobei ich muss es ja nachher fürs Foto dann eh nochmal auspacken. Ich lege es mir mal so hin. Ich mache jetzt eine Verpackung weiter. Und zwar diese wunderschöne Verpackung. Total schön. Auch wieder mit tollem Designerpapier, mit Glitzersteinen hier und da. Und mit einem schönen Etikett, das im Hintergrund auch noch gestempelt ist. Und auch noch bestickt und außenrum geinkt. Hier hat sie diese Schneeflocken benutzt. Die gibt es als fertige Stanzteile und die finde ich total toll zum Einarbeiten in sämtliche Projekte. Und hier finde ich es auch total klasse. Also sie hat eine richtig schöne Box gemacht. Die macht man hier oben auf. Und dann kommt hier so ein zauberhaftes Engelchen raus. Oh, wie schön. So schön mit Designerpapier. Wow, da fällt mir sogar die grüne Seite. Fast noch besser als die Glitzerseite. Das darf ich nicht laut sagen, aber ja. Schön, oder? Mit einem kleinen Schleifchen zum Hinhängen. Das wäre eine ganz, ganz tolle Deko für den Weihnachtsbaum oder fürs Fensterchen oder so. Und auch hier gibt es einmal eine Materialliste. Und Türchen Nummer 15 wird es werden im Papierengel bei Häkelscharf Kreativ. Also wenn ihr das mehr besser sehen wollt, dann macht einfach kurz Pause. Die nächste Karte ist eine Wichtelkarte, winterliche Wichtelgrüße, das passt ja perfekt. Auch hier wieder ein wunderschönes Kuvert und ich finde diese Farbkombination total krass, aber sie sieht gut aus. Also ich würde es mich nicht trauen oder ich hätte es nicht im Kopf gehabt mit diesen, ich sage, das ist Jade, glaube ich, könnte Mintmakrone sein, aber ich glaube, es ist eher Jade. Jade und Marineblau passt echt gut zusammen, finde ich echt cool. Also in diesen Blautönen und mit Hintergrundtechnik gearbeitet. Das sieht, also das macht sich cool, weil das so auch wieder so tief aussieht. Ich habe heute irgendwie, fehlen mir heute die Worte. Also das hat so eine Grundtiefe, die Karte strahlt es so aus, obwohl das alles ganz flach ist. Also da langt man immer hin und denkt, da muss doch was nach vorne kommen, aber da war das einfach so gemacht, gearbeitet. Total cool. Also wunderschön. Da steckt auch eine Menge Arbeit drin.
viel gestempelt. Ich würde sagen, das hat sie mit so einer Maskentechnik, mit so einer Schablone gemacht, dass es dann so toll wirkt, wenn man das dann vor sich hat. Cool, oder? Und das kleine Wichtelchen hat hier sogar, oh, ich weiß nicht, ich glaube, das könnt ihr nicht sehen, im Bart noch diese zarten Erhebungen. Also das ist auch nochmal von der Tiefe her cool gemacht. Auch die Pilze haben hier diese Prägungen drinnen und die winterlichen Wichtelgrüße sind mit Glitzergold embossed und noch eine schöne Schleife, also es ist eine Megakarte, die eben echt diese coole Tiefenwirkung hat. Innen drin auch nochmal schön gestempelt und mit einem schönen Spruch. Toll gemacht. Winterliche Wichtelgrüße, Türchen Nummer 6. Ist ja irgendwie auch unfair, wenn ich das alles schon verrate, oder? Sind die Videos schon online? Ich habe noch gar nichts gesehen. Hier findet ihr die ganze Materialliste. Türchen Nummer 6. Wunderschön auch wieder. Okay, sollen wir gleich mit der nächsten Wichtelkarte weitermachen? Ich würde sagen, ja, das passt jetzt gerade genau dazu. Die nächste Wichtelkarte sieht mir nach einer ziemlich coolen Kartenform aus. Die Pop-Up Cube Card. Wichtelgrüße. Türchen Nummer 5. Hier findet ihr die Materialien. Und wieder Ekelschaft kreativ. Und heute habe ich es drauf. Ich finde diese Kartenform so cool. Ich muss sie euch nur richtig zeigen können. Das ist einfach witzig. Mit diesen, man kann es wirklich ganz flach verschicken und dann kann man die hier so richtig aufbauen und dann irgendwo hinstellen, dekorativ, und hat so eine coole Kartenform. Mega cool, oder? Und hier hinten hat man sogar noch Platz, um Grüße unterzukriegen. Also das ist echt eine coole Weihnachtskartenidee, die auf jeden Fall voll das Highlight ist. Die kommt auf jeden Fall super an, da bin ich mir sicher. Die ist richtig cool. Ich liebe diese Kartenform, ich finde die so toll. Also Caro, das ist auch eine mega coole Idee, finde ich. Ich würde sagen, die Wichtel sind aus dem Designerpapier ausgeschnitten und der Pilz. Echt cool gemacht. Schöne Farbkombi wieder mit dem dunklen Blau und den Rottönen auch. Gefällt mir gut. Passt gut zusammen. Und sogar innen auch noch mit Designerpapier komplett geklebt. Das hätte es, glaube ich, gar nicht überall gebraucht, oder? Das war Fleißarbeit. Damit es noch cooler ausschaut. Also Caro, total coole Kartenidee auch hier wieder. Schaut da unbedingt die Anleitung an, wie das Ganze funktioniert. Jetzt machen wir wieder eine Box. Diese wunderschöne Box. Ach, die ist cool, die kenne ich. Viel Freude im Advent mit diesen schönen kleinen Zweigchen dran. Und wenn man die aufmacht, kommt ein kleiner Adventskranz to go raus. Denn hier hat man echt 4 Kerzchen eingearbeitet, die man so in so einer süßen Box verschicken kann. Ich finde das so schön. Farben, toll, tolles Designerpapier. Ich finde das wunderschön. Anzünden würde ich sie nicht in der Verpackung, aber verschenken ist das echt mega cool. Also das gefällt mir total gut. Klasse Idee auch. Adventskalender Türchen Nummer 3. Wieder das ganze Material und auch die Anleitung gibt es natürlich. So schön. Und das Ganze nennt sich 4er Stepper Card. Adventskalender to go, ja, mega tolle Idee. Adventskranz to go, oder? So schön, voll coole Idee. Jetzt haben wir nochmal eine wunderschöne Karte. Auch ganz toll. Mit dem schönen Kuvert. Farben finde ich super schön. Und hier mit der Flaschenpost ist das gemacht. Ist mal eine ganz andere Farbe, Farbkombi, finde ich, mit dem Brombeermousse, würde ich sagen, ist es. Und mit dem Designerpapier hier im Hintergrund. Ein kleines Schleifchen unten hier so schön. Die Flaschen drauf gestempelt in
Einmal erster Stempelabdruck, zweimal der zweite. So kann man das ein bisschen versetzt auch aufstempeln. Und das Ganze mit so einem Blumenbouquet gestaltet mit Glitzersteinchen. Finde ich voll schön. Also ich finde den Stempelabdruck auch total schön. Diese Blumen gefallen mir sehr, sehr gut. Frohes Fest als kleiner Gruß und die Umrandung ist mit diesen Büttenrand, glaube ich, heißt. Und hier, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hat man nur die Ecken hier und hier und hier und da unten das Motiv, das finde ich, wirkt auch sehr, sehr edel. Gefällt mir sehr gut. Hier nochmal die schöne Blume. Sehr schöne Karte. Das Ganze findet ihr dann in Türchen Nummer 10. Blumen zum Fest heißt das Ganze. Unglaublich viel Arbeit, oder? Also ich sag nur Hut ab, Caro, für deine Mühe. Wahnsinn. Okay, jetzt kommt nochmal eine coole Verpackung. Das Ganze ist in so einer Glassichthülle verpackt. Und man hat hier einen schönen Rahmen außenrum und sieht von vorne schon, dass da so schöne Anhängerchen drin sind, die ich jetzt gleich mal rausnehme. Die sind so schön, das ist toll. Das sind also drei verschiedene, zwei gleich große und ein kleineres Anhängerchen für den Christbaum. Das ist natürlich auch ein mega schönes Geschenk. Die sind schön 3D aufeinander geklebt. Wunderschön gemacht. Gefällt mir total gut und ist echt eine ganz, ganz süße kleine Geschenkidee, die man mal schnell auf dem Kaffee mitbringen kann oder so, wenn man wo eingeladen ist. Oder auch jemand noch vor die Tür stellen kann als kleine Idee. Und wenn man es dann an den Christbaum hinhängt, dann denkt man auf jeden Fall immer an den, der es gemacht hat. Weihnachtszapfen nennt sich das Ganze und kommt im Türchen Nummer 2. Und da habt ihr hier die Materialliste. Und hier nochmal die Werbung. Also finde ich auch eine ganz tolle Idee. Und eine schöne Box. Cooles Geschenk. Und ihr Lieben, haltet euch fest, diese Karte ist auch mega cool. Coole Art. Und hier, wie schön ist das eigentlich, oder? Also erstmal die Farben, klassisch. Sehr schön. Ganz tolles kleines Detail ist hier diese kleinen Glitzerpärchen, die sich da noch so an den beiden Kerzen entlang nach oben bauen. Wunderschöner Spruch und hier diese ganzen Zapfen mit ganz viel Glitzer und schön gestaltet, übereinander geklebt. Also wieder ganz viele kleine Teilchen. Dann kann man die Karte hier aufklappen. Achso, doch, das ist wichtig. Aber noch nicht für euch. Sondern wir spenden die Karten ja immer. Und der, wo es dann bekommt, braucht einen kleinen Hinweis, der hier in der Karte versteckt steht. Den kann man dann aber wieder rausmachen. Und zwar kann diese Karte noch was und ich werde jetzt versuchen, kurz das Licht auszumachen. Und dann werde ich auf diesen Zapfen hier drücken und dann seht ihr, diese Karte kann auch noch leuchten. Ihr seht's, oder? Was ist das für eine krasse Karte? Wunderschön. Und so ein mega cooles Highlight. Wow. Es ist mega schön. Ich finde das total cool und Wahnsinn. Wow, kann ich da nur sagen. Jetzt muss ich noch mal kurz das Licht anmachen. Also, Caro, diese Karte, echt, die flasht mich noch mehr als alles andere. Cool, echt mega cool. Da fehlen mir die Worte, muss ich echt sagen. Das ist echt der Hammer. Hier habt ihr noch mal die Materialliste. Türchen Nummer 20. Also, ich hätte sie auf 24 gelegt. Das ist ja wirklich LED-Karte, Adventsgesteck. Mega. Cool, echt. Manchmal gar nicht, gell? Aber die Karte ist an sich schon so schön und dann noch mit dem Leuchten, das ist natürlich der absolute Spezialeffekt. Und ja, Caro, deine Arbeit, deine Mühe in diesen Adventskalender und in diese ganzen Karten, die du uns geschickt hast und uns gibst, das ist echt der Hammer. Hut ab und wirklich von ganzem Herzen vielen, vielen Dank dafür. So schön. Wahnsinn. Und jetzt zu guter Letzt habe ich noch mal ein großes Päckchen. Das ist auch so wunderschön. Und zwar von der lieben Barbara kommt hier noch ganz, ganz schöne Post. Auch nochmal drei ganz tolle Sachen. Eins davon kann ich jetzt schon mal so ein bisschen hier hinstellen. Da sieht man schon ein bisschen was. Aber ich fange mit der Karte an. Diese wunderschöne Karte
Ein Adventsgrüße finde ich auch wunderschön. Im Hintergrund ist einmal geprägt und ausgestanzt. Darüber dann eine Bordüre mit diesem geprägten Holz gemacht. Das finde ich ein ganz tolles Detail. Und dann hier so ein richtig schönes Kerzenbouquet. Mega toll auch eingearbeitet hier in die Kerzen. Extra noch dieses Glitzerpapier. Also das ist nachträglich reingemacht in diese Stanzung. Die kleinen Sternchen, die Blätter, Zweige, wunderschön. Also wirklich ganz toll, mit ganz viel Liebe zum Detail mal wieder. Das macht die Bauer immer so, muss ich sagen. Und ich finde das immer toll. Und dann auch hier die kleinen Zweige noch ein bisschen beglitzert, die Flammen noch ein bisschen nachgeglitzert. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schöne, edle, tolle Karte. Auch hier innen dann, ach, sowas zum Beispiel. Aufgestempelt und dann noch so ein ganz kleines Herz drüber. Das ist also wunderschön und so mit Liebe zum Detail. Also das ist ausgestanzt, das ist da drüber geklebt. Das sieht man jetzt vielleicht in der Kamera nicht, aber ach, einfach toll. Wunderschön, liebe Barbara. Mir gefällt auch dieses Glitzerpapier so gut. Das passt da so schön. Das macht das Ganze auch total edel und schick. Also wunderschöne Karte. Tolle Farbkombination und voll mein Geschmack. Ganz toll. Ihr seht schon, ich schwanke. Also wir machen die nächste total schöne Tüte und so eine witzige Idee, finde ich. Die Barbara hat hier eine Box gemacht, also eine Tüte, eine Tütenverpackung und hat das Ganze mit Gürtel, Bart, als Nikolaus verkleidet sozusagen. Mit einem kleinen Anhängerchen vom Christkind für dich, einer schönen Schleife. Hier an der Seite sieht man nochmal so ein bisschen die Tüte an sich und hier im Hintergrund nochmal den Gürtel und alles total schön. Also man sieht hier auch wieder die Liebe zum Detail. Ich muss das einfach kurz erwähnen. Dieses Papier ist, würde ich sagen, entweder schon von Haus aus so oder auch nochmal extra geprägt. Auch in diesem Papier ist noch so ein ganz zartes, schimmriges Muster drinnen. Die Mitte ist, glaube ich, wirklich geprägt und der Bart ist auf jeden Fall geprägt, dass der auch nochmal so Formen hat mit eingearbeitet. Also so schön. Echt toll gemacht. Und hier oben eben, ich will es jetzt eigentlich gar nicht aufmachen, aber man kriegt da, glaube ich, richtig viel unter. Also das ist schon eine große Box, eine große Tüte, wo man was Schönes verschenken kann und dann vor die Tür stellen kann. Auch das Grundpapier hat so ein schönes, so eine schöne Haptik und so ein leichtes Muster drin. Also eine ganz, ganz tolle Tüte. Finde ich wunderschön und eine ganz klasse Idee. Und last but not least noch eine kleine weitere verpacken mit einem ganz kleinen Vögelchenpapier hier unten. Das ist so ein Umschlag selber gemacht, der ein bisschen Höhe hat. Und darin verbirgt sich, wow, auch nochmal eine ganz edle, tolle Karte, die man hier so aufklappen kann. Und die man auch wunderschön hinstellen kann, so eine Treppenkarte. Wow, wunderschön. Und auch hier wieder ganz viel Liebe zum Detail. Zweimal, also zwei Schleifchen übereinander gelegt, finde ich eine super Idee, mal was anderes. Und hier im Hintergrund geprägt, mit Designerpapier gearbeitet. Die lagen hier alle beide. Und wenn man es dann so aufmacht, hat man hier nochmal ein Fenster. Nochmal die süßen Vögelchen. Auch im Hintergrund ist Designerpapier aufgeklebt. Und auch hier nochmal ein schönes Etikett gestaltet. Auch hier wieder so kleine Feinheiten, also sie hat hier einmal die Ecken abgerundet und hier eckig gelassen und hinterlegt hat sie nur diese beiden Bereiche, also diesen unteren Bereich und diesen oberen Bereich. Und hier, wo sie die Sternchen noch ausgestanzt hat, ist im Hintergrund eben nur das Designerpapier. Wunderschön, so eine kleine Feinheit mit einem kleinen Herzchen noch dran, also echt toll gemacht und auch immer wieder so ein bisschen was Neues, finde ich. Hinten hat man noch Platz, um Grüße unterzukriegen. Also es ist eine mega schöne Karte, so zum Hinstellen auch toll. Könnte man auch Bilder unterbringen, wenn man sagt, man möchte einer Freundin eine Karte basteln und macht hier zwei Bilder hin oder drei. Und sie kann sich das dann hinstellen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Kartenidee. Und dann noch mit so einer schönen Verpackung einfach nochmal ein ganz edles, kleines Geschenkchen, das einfach zauberhaft schön ist. Also Barbara, vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Ideen noch. Und ich glaube, ihr habt heute richtig viel Input bekommen. Meine Kartenidee, soll ich die noch zeigen? Ich habe auch noch eine Kartenidee.
Auch hier werdet ihr das Video bald dazu bekommen. Also ich habe verschiedene Muster gemacht, die zeige ich euch dann in einem anderen Video. Das ist auch so eine kleine besondere Kartenform, die man auch aufstellen kann und wo man hier einfach noch so ein zweites Motiv reinmachen kann. Man hat auch hinten Platz zum Schreiben. Dazu wird es ein Anleitungsvideo geben, das verlinke ich euch, sobald es online ist, dann hier oben unter dem weißen i, da könnt ihr nachgucken, wie man sowas macht. Aber ich glaube, der Input war jetzt echt wahnsinnig groß von meinem Team und ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Fürs Mitmachen, fürs ganze Jahr fürs Mitmachen und für diese tollen Ideen, die ich euch zeigen darf. Und das finde ich richtig schön und ganz, ganz toll von euch. Dankeschön. Und euch, liebe Zuschauer, wünsche ich ganz viel Spaß bei diesem Video. Schaut immer mal wieder durch, weil es sind so viele kleine Details hier und da und so viele Ideen und ich glaube, da ist für jeden was dabei und ich hoffe, dass es euch gut gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben für das Video. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und werdet dann immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kreativiert was Neues! Tschüss!